Ja, also wir haben ja seit den 60er Jahren, seit dem Kondagan-Skandal, zufriedenstellende Zulassungen für neue Medikamente entwickelt. Wir haben auch Sicherheitssysteme entwickelt, um dann Nebenwirkungen rechtzeitig zu entdecken. Und diese Sicherheitssysteme für neue Arzneimittel sind seit der Corona-Krise quasi hinweggefegt worden. Ja, es werden Zulassungsstudien akzeptiert, die gefälscht sind, die meiner Meinung nach korrupt sind, die das glatte Gegenteil behaupten als das, was wirklich drinsteht. Darauf wird das Medikament zugelassen. Dann werden rechtlich vorgeschriebene Sicherheitssysteme vom Paul-Ehrlich-Institut ignoriert. Ja, seit 2 Jahren werden die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes mit den Krankenkassendaten, die Meldungen zu vergleichen, ignoriert. Die Daten sind eindeutig. Ja, wir haben ein Riesensicherheitsproblem mit dieser Impfung. Aber diejenigen, die das dann auch bekannt machen, werden dann vom Bundestag ausgelacht. Ich will mal so ganz klar sagen, da werden auch die Impfopfer von den Parlamentariern ausgelacht. Und was macht der Gesundheitsminister? Ne, er rennt in Davos rum als die Verkörperung der German Angst. Ja, als einziger trägt er dort eine Maske und redet dort wirres Zeug im Sinne von Jahrhundert der Pandemien. Und wir haben hier ein Arzneimittelproblem. Ja, und ich sitze jeden Tag Patienten gegenüber. Ich muss ihnen erklären, warum sie in Zukunft neuartigen Medikamenten nicht mehr vertrauen dürfen, weil sie freiwillig geworden sind für ja, profitgetriebene Interessen, die offensichtlich die Behörden ja, durchseucht haben. Und eins müssen wir wissen, wenn wir sichere Arzneimittel wollen in Deutschland, besonders die Neuzulassungen, dann müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und sie müssen vor Gericht stehen. Und das erhoffe ich mir von dem nächsten Jahr, dass das passiert. Das war eine ganz schöne Ansprache. Ich will da einmal noch in die Tiefe gehen. Laut Impfregister lassen sich immer noch bis zu 23.000 Menschen täglich gegen Corona impfen. Welche Gefahr droht Ihnen und auf welche Quellen berufen Sie sich da? Ja, es ist einfach fürchterlich. Diese Menschen vertrauen halt einfach immer noch der Regierung, vertrauen auch den Wissenschaftsverbänden. Aber die Zahlen sind wirklich verrückt. Wir sehen die Anstiege von neuen Todesfällen. Da wird immer gesagt, ja, das kann man nicht beweisen, dass es ursächlich damit zusammenhängt. Darum geht es nicht. Es geht um Warnsignale. Das ist übrigens auch ein Phänomen der amerikanischen CDC. Da wurde gerade aufgedeckt, dass die CDC das, was sie als nationales Sicherheitssystem macht, auch das ist vergleichbar mit der Zulassungsbehörde in Deutschland, dass die diese Zahlen einfach unterschlagen haben. Es ist ein Riesenskandal. Man lässt die Leute ins offene Messer rennen. Ich habe wirklich fast täglich Probleme. Ja, das sind ganz typische Beschwerden. Nach der Impfung geht es los mit Kribbeln, komischen Hautproblemen, manchmal geht die Kraft weg. Das kann so weit gehen, dass die Leute im Rollstuhl sitzen. Sie haben Herzrhythmusstörungen, sie haben Brustdruck, sie rennen in die Notaufnahmen, werden abgewimmelt. Das heißt Long-Covid, das ist nicht Long-Covid. Die Pathophysiologie des mRNA-Impfstoffs ist ganz klar. Das war von Anfang an klar, dass das ein Hochrisikomedikament ist. Und das sehen wir jetzt einfach. Und es wird einfach ignoriert und die Leute werden weiter ans Messer geliefert. Das ist ein Riesenskandal. Und der muss aufgearbeitet werden, weil ich will wieder sichere Medikamente haben. Ich will wieder in einer Medizin arbeiten, die Verantwortung trägt. Und so geht es gerade nicht weiter, ehrlich nicht. Was Anders auch ich sehen? meint, was, was ich aber schon für sehr wichtig finde, und da will ich auch wirklich klar widersprechen, weil das nach meinem Kenntnisstand eigentlich alle Wissenschaftler auch weltweit übereinstimmend sagen, dass natürlich Das ist eine doch hohe. genau Lassen Sie mich Ihr doch einmal Problem. kurz Das ist doch ausreden. Lassen Sie genau mich. alle Wissenschaftler. Warten Sie doch Wen mal meinen Sie mit einmal allen einmal Wissenschaftlern? kurz ausreden. Wen Es wird meinen schwierig, Sie? wenn Sie mich Nein. nach meinem Satz unterbrechen. Doch, Doch, so können wenn Sie so können wir aber Unsinn, nicht wenn Sie reden. Unsinn Dann können reden, wir dann uns darf ja ich Sie nicht unterbrechen. ausreden. Ich habe ja den Satz noch nicht mal zu Ende Welche gesprochen. Wissenschaftler Sie meinen können Sie? ja Antwort geben Los, auf welche genau. Wissenschaftler Also meinen Sie? es gibt Entschuldigung, sind die Pathologen, die ja. Ornithologen, die Ja. Gynäkologen und die Philologen auch Also dabei, wenn Sie nehmen alle Wissenschaftler Also sehen? ne, nehmen Sie mal Beispiel auch einen Virologen, den ich sehr schätze, den Henrik Streeck, der ja selber auch gesagt hat, so man muss immer auch alles im Blick haben. Man darf das nicht nur rein virologisch betrachten, sondern muss immer auch abwägen. Aber auch der sagt, natürlich ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen. Genauso wie andere Virologen oder andere Wissenschaftler. Aber er So, hat auch und wir massiv sehen, davor gewarnt, jawohl, Kinder und wir zu sehen, impfen und vielleicht unter einmal kurz, einmal 50-Jährige. nur den Gedanken zu Ende Nur bringen. um So, das. jetzt machen wir mal den Lackmustest. Schauen wir mal nach China. Die Chinesen haben das ja nicht besonders gut hinbekommen, dass die Bevölkerung durchgeimpft ist. So, und da sterben jeden Tag im Moment tausende Menschen oder sehr, sehr viele Menschen, weil die Menschen nicht geimpft sind oder einen Jetzt, ganz schlechten Impfstoff haben. Und in den Ländern, in denen die Ach, das ist Impfquote reine sehr hoch ist, Spekulation. da in Ländern, in denen die Impfquote sehr hoch ist,
diese Länder sind auch besser durch die Pandemie gekommen. Sie repräsentieren hier einen katastrophalen Informationsstand. Das stimmt hinten und vorne nicht. Schauen Sie sich die Infektionssterblichkeit an. Wer sagt dass Ihr Informationsstand stimmt? Also Sie spekulieren das, ja hier auch. Ich kann Ihnen ganz genau belegen, die diese Beschwerden haben, was ich nicht leugnen will. Der das kommt wahrscheinlich bei jedem Impfstoff vor, dass Menschen das vertragen oder auch nicht vertragen. So wie es bei Medikamenten auch so ist. Wir haben einen Versuch am lebendigen Objekt erlebt. 90% der Bevölkerung gut vertragen. Diese Fälle das gibt also es doch 10, gar nicht. 10, jetzt passen Sie mal. Und Sie spielen ein schlechtes Spiel mit Zahlen. Wenn von 100 Flügen 10 tödlich enden würden, würde die Fluggesellschaft sofort ein Flugverbot bekommen. 10% wäre schon wahnsinnig viel. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wie hoch der Anteil der Erkrankungen und der Todesfälle ist an der Gesamtzahl der Impfungen. Und kommen Sie mir nicht mit China, weil China hat eine Betrugspolitik betrieben vom ersten Tag an. Die haben nach einem Jahr eine WHO-Delegation an den Ort gelassen, wo das Virus entstanden sein könnte, nach einem Jahr. Gut, das ist nochmal eine andere Debatte. Nein, das ist keine andere Debatte. Sie würden sich doch entschuldigen, Sie brauchen doch nicht nach China zu schauen. Da brauche ich nur in die Bild-Zeitung zu gucken oder in die Welt oder in andere Zeitungen. Da steht doch ganz klar drin, und das andere berichten das auch, da steht ganz klar drin, dass die Chinesen im Moment riesige Probleme haben, weil die Bevölkerung zu wenig geimpft es gab zwei Länder mit einer unheimlich hohen Impfquote, Portugal und Israel. Und in beiden hat trotz der Impfquote das Virus gnadenlos zugeschlagen. Es gibt dazwischen keine verbindliche Korrelation. Nicht so stark wie in Ländern, in denen die Impfquote gering ist. Und Bulgarien stehen gut da. Aber ist es das Grundproblem ist doch, dass die Wissenschaft überhaupt keine Chance hatte. Diejenigen, die darauf gepocht haben, sind nicht gehört worden, ausgegrenzt worden. Wir haben eine Infektionssterblichkeit, die hat auch Herr Streeck festgestellt, die einer mittleren Grippe entspricht. Sogar für die, eigentlich ist die bedroht dieses Virus nur die Älteren. Ja, wenn man den Fokus auf die Altersheime gelegt hätte, dann hätte man darüber reden können. Aber es war vollkommen irrsinnig, die unter 70-Jährigen zu impfen. Vollkommener Irrsinn. Die haben da Todeszahlen, die sind gegen null bei den jungen Menschen. Und die in diese Risikoimpfung. Das stimmt doch gar nicht. Es sind sogar Kinder gestorben an Covid. 7 Stück laut RKI, alle schwer vorerkrankt. Wollen Sie mich jetzt hier veräppeln? Also was reden Sie für einen Unsinn? Aber offensichtlich sind Sie null informiert. Gucken Sie doch den Intensivmediziner. Oder? Dass Sie irgendwie allen unterstellen, Sie reden Unsinn, nur weil Sie anderer Meinung sind als Sie. Weil ich mich auskenne, was Sie offensichtlich nicht tun. Das ist das Problem. Dann sind die Intensivmedizinerverbände, das sind dann aus Ihrer Sicht auch alles Leute, die wissen sich nicht auskennen. Die empfehlen nämlich dringend die Impfung. Weil die sagen, da verhindert man sehr viele schwere Fälle und man verhindert häufig auch Todesfälle. Deswegen empfehlen die Ärzteverbände die Impfung. Also die Intensivlobby, da muss man noch mal getrennt drüber sprechen. Nun, die falschen Meldungen, die gemacht haben. Tatsache ist, und das hat der Spahn beauftragt, das wäre die Bundesregierung ab April 21, dass wir eine historische Unterbelegung auf den Intensivabteilungen hatten. Das ist Fakt. Das steht bei Ihnen auf dem Bundesgesundheitsminister, auf dem Ministerium, auf der Homepage, Spahn veranlasst. Da steht das drin. Sie hatten Unterbelegung. Seit die ganze Corona-Zeit haben wir Unterbelegung in den Krankenhäusern. Wo ist denn da bitte schön die Katastrophe? Also diese Impfung wurde gepusht von Anfang an. Und es ist wirklich ein Menschheitsverbrechen, was da gerade passiert. Und es muss gestoppt werden. Ihre These ist, dass Sie sagen, also es sterben ganz viele, weil die geimpft sind? Also wollen Sie das ernsthaft hier erzählen? Ja, natürlich. Also wir müssen unterscheiden zwischen Lockdown. Wir müssen unterscheiden zwischen Lockdown und Impfung. Das muss noch genau ermittelt werden, woher die Übersterblichkeit kommt, die wir ja haben. Im letzten Dezember hatten wir 19% Übersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren. Wir müssen rauskriegen, ob es der Lockdown war oder die Impfung. Aber die Warnsignale, dass die Impfung einen sehr großen Teil davon ausmacht, sind doch da. Wie kann man denn jetzt die Zulassung noch weiterlaufen lassen? Es ist ein komplettes Aussetzen. Welche Zahlen haben Sie denn? Entschuldigen Sie, also, das ist jetzt, was Sie jetzt betreiben, ist wirklich Zahlenfetischismus. Wenn wir uns eine halbe Stunde zurückziehen, er stellt eine These auf und hat keinen einzigen Beweis. Sie haben doch die Übersterblichkeit, Sie haben sie doch. Frau Esken hat
vor ein paar Wochen noch in einer Sendung des ZDF gesagt, wir haben ein Experiment gemacht mit 4 Milliarden Probanden und es gab gar keine Nebenwirkungen. Von der haben Sie, glaube ich, noch die Zahlen nicht verlangt. Aber das ist jetzt was anderes. Mit Zahlen kann man sehr Sie haben doch umgehen. Die Überstattung. Aber unabhängig von den Zahlen, also das kann ich im Prinzip sagen, alle Ärzteverbände, Intensivmediziner, Virologen, Leute, die sich auskennen, nicht alle. Impfung wird empfohlen. Nein, und die Impfung kann schwere Verläufe verhindern und Todesfälle. Die Great Bergen Erklärung haben 900.000 Leute unterschrieben und 100.000 Professionals, also aus medizinischen Berufen, ja, von Harvard und Stanford, das Professoren. Die haben von Anfang an gewarnt. Sie wurden sogar bei Twitter gesperrt. Ja. Ja? Also das ist, ist ein unglaublicher Skandal. Und es gibt genügend Leute, die ernsthaft und genau davor gewarnt haben. Und sie wurden diskriminiert. Der Herr Sönigsen ist gekündigt worden in Wien. Ja? Also wenn Sie sagen, alle Wissenschaftler, dann haben Sie offensichtlich nur die, auf die gehört, die man Ihnen präsentiert. Aber was sagen Sie dann zu China im Moment? Da sind die Leute ja zum Großteil nicht geimpft oder ganz schwach geimpft. Wollen Sie jetzt von mir wissen, was in China los ist? Genau. Keine Ahnung. Glauben Sie irgendeiner Zahl, die aus China kommt? Na, Brustmahlzeit. Aber schauen Sie, brauchen Sie ja nur mal in die Zeitung zu schauen. Auch ich bitte Sie, daraus holen Sie Ihre Informationen aus der Zeitung. Okay, ja, alles klar. Ich werde täglich mit diesen Schicksalen konfrontiert. Deswegen bin ich halt auch so emotional. Ich würde das eigentlich gar nicht als Impfung. Sie haben das in der Praxis. Ja, ich würde das gar nicht als Impfung bezeichnen, davon abgesehen. Aber der Punkt ist der, und das ist jetzt wirklich sehr wichtig, nicht ich muss beweisen, dass das stimmt, was ich sage, sondern die Zulassungsbehörden müssen beweisen, dass der Verdacht nicht stimmt. Und da gibt es einen gesetzlichen Auftrag. Das Paul-Ehrlich-Institut hat gesetzlich festgeschrieben im Infektionsschutzgesetz die Aufgabe, die Daten der Krankenkassen abzurufen und zu analysieren. Es verweigert diesen Auftrag seit 2 Jahren. Es gibt nur noch eine vorläufige Zulassung. Und geht das, die ist sogar voll jetzt. Ja? Aber sie geht damit das Risiko ein, ja, dass die Menschen diesen Risiken ausgesetzt werden. Und deswegen frage ich Sie auch als Parlamentarier, was machen Sie, damit das Paul-Ehrlich-Institut endlich seinem gesetzlichen Auftrag nachkommt? Ja, wo ist Ihre Initiative? Wollen Sie das alles der AfD überlassen? Ja, ich meine, wo sind Sie eigentlich? Ich sehe Sie nicht Sie im Parlament. Sie machen jetzt hier irgendwie so einen Pappkameraden, auf den es gar nicht gibt. Also ich habe selber, ich will ja gerade darauf eingehen. Es wird ein bisschen schwierig, wenn Sie nach einem Wort sofort wieder unterbrechen. Dann kommen Sie nicht mit Pappkameraden. So können Sie aber in der Demokratie auch nicht diskutieren. Der Meinung sind, ja, Sie haben nur Recht und Ihre Meinung dann gilt als einzige. Dann fangen Sie den Satz anders an wie mit Pappkameraden, okay? Sie sollten mir schon der Demokratie überlassen, wie ich meine Sätze anfange. Das lasse ich mir nicht von anderen vorschreiben. Haben Sie zweimal zu viel Demokratie gesagt. Ja, und natürlich weiß man im Einzelfall nie genau, was wäre, wenn. Das ist statistischer Humbug, weil Sie eben den Einzelfall nicht überprüfen können. Nee, aber es gibt ja aber deswegen werden doch klinische Studien gemacht und Studien mit vielen Probanden. Und daraus haben Sie dann irgendwann ein Gesamtbild. Wir reden die ganze Zeit von Einzelfällen. Ihr redet auch von Einzelfällen. Dann sage ich Ihnen was anderes. Verfolgen Sie doch einmal, die Geschichte der Einführung des Medikaments. Am Anfang sollte es die Infektion verhindern. Dann sollte es die Übertragung verhindern. Dann wurden weitere Kriterien angeführt, die alle nicht gestimmt haben. Es gab den R-Wert. Dann gab es die Parole flatten the curve. Wenn es nicht weiterging, fiel den Fachleuten, leider auch ihren Kollegen, immer etwas ein. Und die letzte Rückzugsposition, die wir jetzt haben, die auch statistisch und experimentell nicht nachweisbar ist, dass es schwere Verläufe verhindert. Das kann man überhaupt nicht feststellen, weil bei demjenigen, der im schweren Verlauf verhindert wurde, müsste man logischerweise das Ganze nochmal in Gang setzen, ohne die Impfung. Ich kenne Leute, die 4-mal geimpft wurden und schwer erkrankt sind. Sie haben vielleicht Glück gehabt, andere nicht. Genau, ja, dafür gibt es ja Ärzte und Wissenschaftler, Sie argumentieren mit diesem Satz, alle Wissenschaftler. Ja. Der ist schon in der Klimadebatte vollkommen. Ich habe nicht gesagt, alle Wissenschaftler, sondern Wissenschaftler. Also diese MRT-Geschichte hat das Problem der Überimmunisierung. Das steht nochmal im Lehrbuch drin. Aber der Punkt ist, Sie wollen Zahlen haben. Man hat immer versucht, diese Zahlen zu verhindern. Zum Beispiel diese Impfsurf-Studie von Herrn Professor Mattes von der Charité. Es war die einzige, einigermaßen brauchbare prospektive Studie dazu. Der hat rausgekriegt, jeder 140. hat schwere Nebenwirkungen. Dann wurde er diskriminiert und von der Charité mundtot gestellt. Ich meine, rechnen Sie mal die Zahlen hoch. Da sind wir bei etwa 800.000 schweren Nebenwirkungen. Ich glaube das auch. Und der Punkt ist einfach der, was Sie gerade gesagt haben. Sie ignorieren den Gesetzesverstoß des Paul-Ehrlich-Instituts. Sie ignorieren es. Die machen ihren Job nicht, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. Und es wird vom Parlament
Parlament einfach nicht thematisiert. Sie lachen, ich habe mir die Debatte angeschaut vom 16. Dezember, Sie lachen denjenigen ins Gesicht, die auf diesen Gesetzesbruch hinweisen. Und damit sage ich nochmal, lachen Sie meinen Impfopfern ins Gesicht. Und das ist nicht hinnehmbar. Also ich habe gar nicht gelacht. Ich habe auch keinem Impfopfer ins Gesicht gelacht. Ich habe genau die Abgeordneten mir angeschaut, wie sie Witze gerissen haben. Darüber, dass über die Zahlen vom Herrn Lausen, die nämlich sehr wohl valide sind. Ja, sie haben einfach ihn als Datensalafist, als Pseudo-Experten. Also ich habe sowas nicht gesagt. Der Herr Sorge hat ihn, glaube ich, Datensalafist genannt. Also für Bundeskanzler Olaf Scholz steht auf jeden Fall fest, die Pandemie ist noch immer nicht vorbei. Das hat der Kanzler jetzt gesagt. Echt? Auf Ihrer Lieblingsveranstaltung, Herr Bruch.